Gemeinsam mit unserem Vater haben wir uns damals die Frage gestellt, wie eigentlich der Archetyp, die auf ihre Essenz reduzierte Form einer Badarmatur aussehen könnte. Wo sonst gibt es Griffe, die Zuleitungen regulieren? Wie sahen die ersten Armaturen aus? Das waren tatsächlich schlichte Ventile, wie wir sie vielleicht heute noch ab und zu in unseren Heizungskellern finden. Die Armaturen waren schlichte Rohrleitungen und zum Teil noch auf der Wand verlegt, also eher die Verlängerung des Rohres. Das zitieren wir mit dem Auslauf der Tara heute immer noch, ein Rohr, das dem Fluss des Wassers folgt. Dieser Ansatz war damals fast radikal. Vor 30 Jahren sahen Armaturen anders aus, insbesondere im Luxussegment. Durfte es doch gerne opulent und auf Klasse scheinen. Damals dachte man noch lieber an schweren Messingguss und goldene Oberflächen. Daneben sah unsere Tara damals eher unaufgeregt und zurückhaltend aus. Genau das machte dann aber auch ihren ikonischen Charakter aus. Schlicht, pur, hochfunktional und absolut selbsterklärend in ihrer Funktion. Die Kreuzgriffe sprechen förmlich für sich. Wir können inzwischen tatsächlich selbstbewusst davon sprechen, dass Tara eine Ikone des Baddesigns geworden ist. Der Markt hat im Laufe der Jahre unzählige Armaturen hervorgebracht, die durch die Tara entweder inspiriert worden sind oder sie offensichtlich zitieren oder leider auch schlichtweg kopieren. Wenn wir darüber nachdenken, warum Tara zu dieser Ikone wurde, kommen wir natürlich wieder zum Thema des Archetypen, die Essenz, die Erfassung des Wesentlichen. Ja, gerade heute empfinden wir eine neue Sehnsucht nach Gelassenheit, nach Unaufgeregtheit. Wir wollen uns nicht definieren über extravagantes Design oder überhaupt über Design. Eher suchen wir Orientierung, wünschen uns Nachhaltigkeit. Wir wollen uns vor allem wohlfühlen mit Produkten und wollen die Distinktion eher in der Perfektion des Details erkennen. Dieses Lebensgefühl bildet die Tara in vielerlei Hinsicht ab. Die Langlebigkeit des Designs auf der einen Seite und der kompromisslos hohe Qualitätsanspruch der Dornbach-Fertigung sind ein klares Versprechen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Aber auch durch die vielen, manchmal nur subtilen, gestalterischen und technischen Refinements der letzten Jahre und Jahrzehnte, sowie durch spannende neue Oberflächen und Griffvarianten, ist die Tara immer zutiefst modern geblieben. Also eigentlich gar kein Klassiker, sondern eine Ikone. Wir betrachten das Bad immer in seiner architektonischen Gesamtheit. Uns geht es nie allein um die einzelne Armatur, sondern immer auch darum, herauszuarbeiten, was diese Armatur mit dem Raum macht, wie die Architektur des Raumes einzahlen kann auf die vielen unterschiedlichen Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. Das gilt nicht nur für Tara, sondern auch für die Mem, die Vaia, die Meta, für all die Armaturen, die wir mit Dornbach entwickelt haben. In einer Welt, die immer komplexer und digitaler wird, freuen sich Menschen über ein Produkt ohne Manual und Display. Die Tara inspiriert zu Räumen, die sich zurücknehmen, den Bewohner Schutz, Ruhe und Geborgenheit vermitteln. Das wird in der Architektur perspektivisch noch stärker spürbar werden. Insofern wird die Tara in Zukunft in ihrer entwaffnenden Offenheit und klaren Formsprache mehr up-to-date sein denn je. Und wir werden den Bedürfnissen und Wünschen von Menschen natürlich weiter nachspüren. Das Thema Nachhaltigkeit, Wasser wird ein immer wertvolleres Gut, beschäftigt uns zum Beispiel schon seit einiger Zeit und wird uns perspektivisch sicherlich noch lange begleiten.